Willkommen, liebe Zuschauer, im Landtag zur letzten Sitzung vor der Sommerpause. Plenum TV beginnt heute mit einem wichtigen Thema, das sogar eine eigene parlamentarische Kommission bekommen soll. Eine Kinderkommission. Die soll sich um die Belange der Kleinen kümmern. Braucht es das eigentlich? Und was soll dieses Gremium leisten? Ich denke, die Kommission ist auf alle Fälle sinnvoll. Es ist ja auch schon in der Bayerischen Verfassung festgehalten, dass Kinder das wertvollste Gut unseres Landes sind. Und deswegen ist es auch mit Sicherheit wichtig, eine eigene Kommission zu haben, die sich damit beschäftigt, wie können wir denn den Kinderschutz und eben auch die Förderung und die Betreuung der Kinder entsprechend vorantreiben und entsprechend positiv begleiten. Ich denke, das Thema ist wichtig genug, dass eine eigene Kommission dafür gerechtfertigt ist. Es gab schon mal, die Kinderkommission soll jetzt auch wiederkommen. Gibt es denn da Bedarf und was soll denn die Kinderkommission über die Ausschüsse hinaus noch leisten? Also ich bin sicherlich kein Freund, der sagt Kommissionen um der Kommissionen willen, sondern dann, wenn sie Sinn machen. Und das sind übergreifende Themen, die für uns alle wichtig sind. Ein Thema war Inklusion. Wie kann man behinderte Menschen in Schulen am besten unterbringen, auch in Hochschulen? Die Kinderkommission macht sicherlich auch Sinn, weil man dann gemeinsam über ein größeres Thema redet und auch gemeinsam Lösungen finden kann. Zu einem anderen Thema, und da brennt es unter den Nägeln. Wie kann Bayern der Flut an Asylbewerbern und Flüchtlingen Herr werden? Und warum verweigern viele Landkreise die Unterbringung? Das wollten wir wissen. An jedem Wochenende stehen in München tausend Leute, hunderte von Leuten sozusagen vor den Toren der Stadt und stranden hier sozusagen oder werden aufgegriffen. Denen muss ich erstmal eine Erstaufnahmeeinrichtung, eine Unterkunft gewähren und dann versuchen, sie ins ordentliche Verfahren zu bringen. Und dass dafür die Kapazitäten einfach nicht vorrätig sind, nicht sein können und der Aufbau entsprechend jetzt Zeit braucht, ist klar. Der Freistaat versucht alles, hier die Verfahren auch zu verkürzen und für die notwendige Unterbringung zu sorgen. Da müssen jetzt einfach alle zusammenhalten. Das große Problem ist, dass man eigentlich schon seit Jahren absehen kann, dass mehr Asylbewerber kommen. Die Situation in Syrien ist bekannt, gerade auch im Mittleren Osten. Und insofern hat die Staatsregierung einfach zu lange gezögert. Das ist der eine Punkt. Wir brauchen wahrscheinlich mehr Ersteinrichtungen. Zum Zweiten muss man aber auch sehen, ob man nicht die Verfahren verkürzen kann, schneller entscheiden kann. Auch das würde vieles erleichtern. Bislang gibt es nur in Zirndorf und in München sogenannte Ersteinrichtungen für Asylbewerber. Aber in Planung sind weitere Standorte in allen bayerischen Bezirken. Und das war's von Plenum TV hier bei München TV.